Es ist mittlerweile 20 Jahre her, dass ich Natalia Brodskaja in St. Petersburg traf. Sie war und ist noch immer leitende Konservatorin am Institut für französische Kunst an der Eremitage. Sie schlug mir vor, ein Buch über Félix Solothurn zu machen. Damals wusste ich noch nicht viel über diesen französischen Künstler, der allgemein auch unter dem Namen der fremde Nabi bekannt ist. Aber ich habe mich sehr schnell in seine Gemälde von Frauen und besonders das, das auf dem Buchumschlag zu sehen ist, verliebt. Genauso habe ich mich über seine Holzschnitte amüsiert. Man sagt, dass das Verlagswesen ein Beruf mit Liebe und Leidenschaft ist. Ich weiß nicht, ob ich dieses Werk für den Künstler Félix Solothurn gemacht habe oder aufgrund der Freundschaft zu Natalia Brodskaja. In jedem Fall würde ich mit Ihnen gerne die Liebe teilen, die ich für die Arbeiten dieses Künstlers empfinde.